Lieber Zuschauer, willkommen zurück in Trains im World 2 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Am Donnerstag, dem 17. Februar 2022, erschien das DLC New Journeys Expansion für Trains im World 2 auf allen bekannten Plattformen. In diesem Video werde ich euch kurz zeigen, welche Inhalte diese Erweiterung für Trains im World 2 bietet. Um dieses DLC spielen zu können, genügt es, wenn ihr das Basisspiel von Trains in World 2 besitzt. Das Basisspiel von Trains in World 2 umfasst drei Strecken. Dazu zählt die amerikanische Strecke St. Patch Quaid, die deutsche Schnellfahrstrecke Köln und die britische Strecke London Underground Bakerloo Line. Das New Journeys Expansion DLC liefert euch für all diese drei Strecken neue Inhalte. Dazu zählen drei Szenarien für jede dieser drei Strecken. Sowie für die deutsche Strecke und die britische Strecke je neue Fahrplanfahrten, für die deutsche Strecke sogar ein neues Fahrzeug, sowie für die amerikanische und die britische Strecke je eine neue Lackierung für ein vorhandenes Fahrzeug. Doch beginnen wir mit der amerikanischen Strecke St. Patch Quaid. Das New Journeys Expansion Pack liefert für diese Strecke eine neue Reise. Und diese Reise heißt Flickwerk und beinhaltet insgesamt 7 Fahrten. Diese teilen sich in 2 Kapitel auf. Die Reise unternehmt ihr mit der Diesellokomotive SD40 in der grauen CSX-Lackierung. Diese Lokomotive wird ebenfalls mit dem DLC mitgeliefert. Die drei Szenarien teilen sich auf in gestreifte Rettung, Sporen verdienen, ein sehr interessantes Szenario, sowie Sternebanner. Im zweiten Kapitel übernehmt ihr dann verschiedene Fahrplanfahrten. Für die Strecke St. Patch Quaid werden im New Journeys Expansion keine neuen Fahrplanfahrten mitgeführt. Stattdessen könnt ihr mit der Lokomotive alle Fahrplanfahrten der SD40-2 übernehmen. Doch schauen wir nun weiter, was für die anderen Strecken geboten wird. Für die London Underground Bakerloo Line gibt es ebenfalls eine neue Reise. Diese Reise heißt Geschichtsunterricht und bietet insgesamt 6 neue Fahrten. Die Fahrten teilen sich auch hier wieder in 2 Kapitel auf. Gefahren wird hier mit der 1972 Stock, allerdings in der originalen Lackierung in Aluminiumgrau mit den roten Türen. Dazu zählen die Szenarien Testlauf, Sonderfahrt und Runter und Zurück. Außerdem gibt es insgesamt 4 neue Fahrplanfahrten, 3 davon können ebenfalls im Reisemodus gespielt werden. Springen wir nun zurück zur deutschen Strecke Köln-Aachen oder auch bekannt als Schnellfahrstrecke Köln. Die mit Abstand meisten Inhalte und Neuerungen werden für die deutsche Strecke Schnellfahrstrecke Köln geliefert. Dazu zählt zum einen auch hier ein neues Reisekapitel bzw. eine neue Reise, diese heißt Superbahn. Gefahren wird hier mit der Baureihe 423 in der Lackierung der S-Bahn Köln. Dieses Fahrzeug ist ebenfalls im DLC New Journeys Expansion enthalten. Mit diesem Fahrzeug gibt es auch eine neue Einführung sowie die Szenarien Winterwetter, Düren-Düren und Schneekind. Außerdem gibt es 4 Fahrplanszenarien, welche hier in der Reise gespielt werden können. Das sind 2 Fahrten mit der S12 und 2 Fahrten mit der S-Bahn-Linie S19. Doch das ist noch nicht alles. Mit diesem DLC werden hier zusätzlich für diese Strecke ein komplett neuer Fahrplanmodus geliefert. Dieser heißt Schnellfahrstrecke Köln-Aachen TSW2 Erweiterung und beinhaltet stolze 369 Fahrten. Jedoch ist für das Fahren dieser 369 Fahrten auch der Besitz zusätzlicher DLCs erforderlich. Besitzt ihr nur das Basisspiel, so ist die Auswahl der Fahrplanfahrten hier deutlich kürzer. Ihr könnt in dem neuen Fahrplanmodus nun die Fahrzeuge der Baureihe 423 fahren, so zum Beispiel auch hier eine S-Bahnfahrt unternehmen, welche gegen 3.30 Uhr in Aachen startet und bis nach Köln über die komplette Strecke führt. Weiterhin könnt ihr auch Fahrten, wie zum Beispiel, schauen wir uns erstmal das Ganze hier an. Und zwar müssen wir natürlich etwas nach oben scrollen. Hier gibt es zum Beispiel eine S-Bahn-Fahrt, welche 1 Stunde und 10 Minuten dauert und einmal über die komplette Strecke führt. Weiterhin könnt ihr natürlich
neben diversen Bereitstellungsfahrten auch nun Fahrten mit der Baureihe 425 auf dieser Strecke übernehmen. Diese führen aber leider nur in eine Richtung, und zwar von Köln nach Köln-Ehrenfeld, leider nicht umgekehrt. Und ein kleines Highlight auch bei dieser Strecke ist, dass neben den zahlreichen Fahrplanfahrten, dass hier nun auch die Baureihe 101 genutzt werden kann. Hier gibt es eine Fahrplanfahrt mit dem Intercity 1941 von Berlin-Ostbahnhof über Köln nach Stuttgart. Und hier fahren wir diesen Zug von Aachen nach Köln Hauptbahnhof. Ja, das waren so die wichtigsten Änderungen. Und ihr seht, die meisten und größten Änderungen gibt es hier für die deutsche Strecke Köln-Aachen. Und es lohnt sich vor allem, wenn ihr noch weitere deutsche DLCs besitzt, dann könnt ihr hier sehr viele Stunden Spielspaß verbringen. Doch springen wir wieder zurück zum Hauptmenü. Ja, und das waren auf dem ersten Blick die wichtigsten Informationen zu den Inhalten des New Journeys Expansion DLC für Transim World 2. Was ist eure Meinung zu diesem DLC? Das DLC ist aktuell auf Steam für PC-Spieler für 10,99 € erhältlich, aber auch auf den anderen Plattformen. Was ist eure Meinung zu diesem DLC? Habt ihr euch das New Journeys Expansion DLC gekauft? Seid ihr mit den Inhalten zufrieden? Oder hättet ihr euch vielleicht noch etwas mehr gewünscht? Oder hättet ihr euch vielleicht andere Strecken gewünscht? Sollten eurer Meinung nach noch mehr solcher Pakete für TSW 2 erscheinen? Schreibt das Ganze doch mal in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen und fürs Zuhören und freue mich riesig, wenn ihr am nächsten Video morgen bei der London Underground wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.